So, und es geht weiter mit neuen Angespielt. Und zwar sind wir heute auf Mistralia of Life. Es ist ein deutscher Server, muss ich ganz schon generell schon mal vorweg sagen. Denn die allermeisten Server, die schon mal so starten und so krass design sind und so und wirklich so viel Arbeit im Design drin steckt, sind in der Regel französisch. Und dieser Server ist tatsächlich deutsch, beziehungsweise er hat eine deutsche Domain, deswegen denke ich mal, er ist deutsch. Ich habe jetzt so nichts drüber gelesen, aber es sieht ganz nach aus, als wäre das Server ja, deutsch. Und ich muss sagen, die Website gibt mir so ein bisschen die Vibes von Floralflife irgendwie. Also ich muss sagen, es wirkt auch so ein bisschen Floralflife-mäßig. Aber es ist definitiv ein anderes Team dahinter. Es ist, lass mich kurz nachschauen, also Breeze ist einer. Und ich glaube Harper. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Harpy ist von damals. Von, boah, weiß ich nicht mehr genau. Finde ich dies? Finde ich jetzt, glaube ich, nicht so. Ja, genau, Breeze ist drin. Nee, Happy. Happy heißt es, sorry. Ja, kann sein. Ich weiß es nicht genau. Kann sein, kann nicht sein. Also, Kyo. Enku ist GM. Ich bin mir nicht sicher, welche Enku das ist. Es gibt auf alle Fälle von offizieller Seite gibt es Enku als GM. Also den GM Enku. Ich weiß nicht, ob der das tatsächlich ist. Es wäre halt ein bisschen komisch, so als, also einerseits in der offiziellen Version GM zu sein und einmal halt dann auf dem Privatserver, quasi so einem Konkurrenzprodukt. Aber naja. Also ich muss sagen, ich kriege ja die heftigsten Floral-Vibes hier irgendwie. Es erinnert halt einfach so krass an Floral irgendwie. Es sind, glaube ich, auch die Floral beziehungsweise die, wie heißt der neue? Ich habe es vergessen. Die Models auf alle Fälle. Das wirkt halt echt so irgendwie danach, oder? Aber es ist doch... Ist es Floral? Entropia gibt es doch immer noch, oder? Entropia, glaube ich. Ja, gibt es bestimmt noch. Forsaken Tower. Interessant. Okay, wo starten wir denn? So, ich bin vorher schon mal eingeloggt. Da war ein großes Osterei da unten in der Mitte. Das standen irgendwie da hier Oster-Event und so weiter. Easter Exchanger, Cute Rabbit Spirit Egg, ist ja cool. Also es gibt schon mal Events, das ist schon mal ein ganz großes Plus, muss ich schon mal sagen. Oh, was, lol? Ein Oster-Adventskalender? Ich muss ja 15 sein, okay. Oh, das gefällt mir schon mal, es ist wirklich schon mal sehr, sehr geil gemacht irgendwie. Starten mit Buffs. Genau. Ach, die übrigens auch Custom Musik, die haben wir jetzt ausgemacht, weil ich nicht weiß, ob Game Musik oder nicht. 11% HP, 30 STR. SCR und Doppelklick, um den Buff zu removen, ist übrigens auch mal nett. PvP-Hitrate und Crit-Rate auf Accuracy. Okay. Okay. So, es gibt Premium, Madrigal, Ping. Wow, also generell erstmal schau mal an, wie das Ganze hier designed ist. Wirklich mal komplett neu gemacht einfach. Oh, es gibt Auto-Setting, ja. Es gibt Auto-Setting, schön. Also, nur um es jetzt ganz kurz mal festzuhalten. Oh, hier unten ist was. Ein Achievement has been completed, lol. Nur um es mal festzuhalten. Die Idee kam damals von mir. Und ich habe es auf 2, 3 Servern versucht, halt einfach so ein bisschen reinzubringen. Und seitdem haben es immer mehr Server übernommen und es ist einfach voll cool. So, es gibt einfach Auto-Setting. Es muss noch in die offizielle Version, dann habe ich meine Bucketlist, dann kann ich den Punkt von der Bucketlist streichen. ein selbst ausgedachtes Feature halt eben ins offizielle Spiel bringen, das wäre es einfach. Okay, jetzt noch ein bisschen geordnet das Ganze. So, wir haben erstmal viel bekommen und nichts erhalten. Noch immer schon Power-Ups. Die Readability ist übrigens einfach mal wirklich super, muss ich sagen. Pluspunkt. Okay, ja, nett. Random Pet Box. Beginner Accessory Box. Ist doch hoffentlich permanent, oder? Ah nein, ist nicht permanent. Ich weiß nicht, ob die das tatsächlich selbst designt haben, aber es schaut wirklich mal mega aus. Und es ist auch nicht so, dass man am Anfang irgendwas anzieht und kann man auf einmal irgendwie eine HP-Leiste, die bloß noch 10% gefüllt ist oder so. Einfach weil die Stats so OP sind. Finde ich auch schon mal super.
Okay, das ist begrenzt, das ist begrenzt. Selbst das Board ist begrenzt. Random Petbox. Premium. Ah ja, Allstats 15 finde ich okay. 25% XP finde ich auch gut. Okay, also okay. Faster Upgrade finde ich gut. Clean Collecting. As well as access to the Premium Menu on the go. Ich weiß nicht, was Clean Collecting ist, aber ich denke, man kriegt auch weniger Schrott dann. Okay. Finde ich cool. Kein Pay to Win soweit. Sehr geil gemacht. Finde ich super. Okay, wir haben hier unser Achievement-System. Starten wir da schon mal. Wir haben einen Punkt bekommen, okay. Eine hier ist er sogar, lol. Und was macht man damit? Use this at the Achievement Point Store. Schön, es ist beschrieben. Okay, was haben wir hier? Das Wiki, oh lol. Items, Shops, Titles, Monsters, Awakening. Ernsthaft, die haben... Boah, ist das Premium. Jo, das ist heftig. Das ist heftig. Das ist richtig gut gemacht einfach. Holy shit. Das ist einfach richtig gut gemacht. Ingame-F-Tool, Recordbook, Vote-Info, Easter-Kalender, genau, haben wir schon gesehen. Was gibt's hier noch unter... Alter, das wird doch hier kein Server sein, wo sich Leute wirklich mal Arbeit reingesteckt haben. You have not voted today. Wow, ich bin... Premium-Menu? Ah, das ist das Premium-Menu. Shop... Warte mal, das haben wir doch gesehen. Also, das kommt doch von Floralflife, oder? Hä, hey, das ist doch safe ein Floralflife-Server. Shopfinder? Haben wir nicht. Character Bank? Mailbox? Ist es okay? Anarchy-Buffs? Weiß ich nicht. Ich denke mal Shopfinder, und ich weiß nicht, ob es Shopfinder nur als Premium-Version gibt, keine Ahnung, ist aber halt auch okay, finde ich. Farm-Counter, haben wir auch schon mal gesehen, irgendwie so grob. Kann man Sachen adden, genau. Mit Animation. Ey, ganz im Ernst, hier ist irgendwer dahinter, der, weiß nicht, irgendwas mit Game Design studiert hat oder so. Oder zumindest als Game Designer gearbeitet hat. Hier sind so viele Kleinigkeiten drin, die wirklich so cool gemacht sind. Ja, aber auch, Alter, es ist halt krass designed. Wieder was unlocked, okay. Guides Master. Kann ich irgendwo Collect All machen? Claimable, ah ja. Ja, ist aber nicht ganz so schön. Muss wirklich viel, viel klicken. Könnte man besser machen. Okay, was haben wir alles? Wir haben einen Season Pass. Heieieiei. 1280 DP, da schauen wir uns das Ganze nochmal an. 39 Tage gibt es Premium. Da oben stehen auch Defekte drin. Boah, das ist halt so gut gemacht einfach. Level 2, collect as many as possible. Also Masquerade. Ja. Metal, okay. Gildi. Sunstone. Okay, hier gibt es sehr viel Stuff. Was ist das hier? Okay, Amplis. Ich hoffe, man kann ihn nicht nur donaten. Das wäre natürlich ein bisschen downer. Hier wissen wir nicht, was alles drin ist. So. Okay, 12% und R-Karten. Uff. Aber ich bin Level 14 angeblich, oder was? Habe ich Level 14 erreicht? Was steht aber free? Ach nee, warte mal, das ist free. Nur bestimmte Dinge sind, die man kaufen muss. Ah ja, okay. Badge. Wow, das Server sieht aber echt nicht schlecht aus. Also vom Pay-to-Win-Aspekt her muss ich sagen, gefällt mir hier einiges ziemlich gut. Ja. Ja. Anarchy-Buffs, okay. Das ist halt echt gut gemacht, einfach. Crafting Material weiß ich jetzt nicht. Cool Cat. Cool, hier ist halt ein Ding. Ja, ja. Aber das schaut doch so. Ey, das schaut doch so weit wirklich gut aus, oder? Also, ich bin jemand, der sich schnell und oft beschwert. Aber ich muss sagen, was ich aktuell bisher sehe, wir haben nicht im Donate Shop drin. Aber was ich bisher so sehe, sieht echt cool aus. Wie geht es noch? Hier, soweit geht's, okay. FWC. Okay, also gefällt mir auch schon mal wirklich ziemlich gut.
Was haben wir noch alles? Guild Finder, Party Finder. Ah ja, gut, rein damit. Petfilter. Ist auch Custom, oder? Nee, ist ein bisschen Custom. Season Pass Teleporter. Hat auch schön gemacht. Das hat auch. Ja. Ist nicht. Wow, okay. Random Flying Box. Okay. Okay. Nimmt man mit auf alle Fälle. Wie viele Achievements gibt es eigentlich? 1500. Heftig. Website Image. Hä? Was ist ein Website Image? Warte mal, taucht das auf der Website auf? Nee, oder? Sagt bloß. Wo finde ich das? Features. Feature Tab. Wow, ein Server mit Feature Tab. Ey, jetzt müssen wir uns anschauen. Habe ich gar nicht gesehen vorher. Mann. Schaut euch das mal an. Das ist verdammt schön gemacht. Also ich denke mal, also ich weiß nicht, ob die das gekauft haben, viele Server kaufen es. Ich glaube, Sevilla hat dafür Geld bezahlt einfach. Aber also das sieht nicht so aus. Also der ganze Server ist wirklich so schön designt und es schaut für mich persönlich so aus, als hätten hier irgendeinen Designer im Team, der halt wirklich das Ganze professionell macht. Weil ich meine, schaut euch mal das Ganze an, das ist irre. So, genau, wir lesen uns weniger durch. XP-Rate 20 Drop, wow, ja. Krass. XP 20-fach, Drop 120-fach, Penia 100-fach. Das ist das einzige Wichtige, also das ist ein Low-Rate-Server. Crafting gibt's. Wow. Das ist verdammt geil gemacht einfach. Es ist wirklich verdammt cool designt. Und wisst ihr, Nummer 1, es ist alles, zumindest augenscheinlich, beschrieben. Es ist beschrieben. Nummer 2, es ist so schön designt, dass es wirklich richtig einladend ist, das System zu nutzen. Ja, auch schon mal ein großes Ding. Resize Noids. Ich weiß nicht, warum hier ein Glas im Hintergrund ist, aber schaut cool aus. Inventory Tabs haben wir gesehen. Record Book. Ja, standardmäßig so. Wie, warte mal, hier sehen wir noch den Namen da. Sind das vielleicht das Team? Weiß ich nicht. Wikipedia, genau. Wiki Upgrade, Wiki Collecting. Wiki, was? Wiki Quest? Wow, das sah gerade richtig geil aus. Schauen wir uns gleich irgendwann an. Achievements. Item Rarity finde ich auch schon mal super. Pluspunkt dafür schon mal. Oh, ich glaube, ich habe ein neues Zuhause gefunden. Also zumindest so servermäßig. Messenger. Was? Das ist der Messenger? Ernsthaft? Müssen wir uns anschauen. Guild Finder Settings. Also was? Farming Achievements? PvE Leveling? Lol. Holy moly. Die haben sich ja mal mega viel Arbeit gemacht. Upgrade Station, das ist das gleiche wie Ghostfly hat. Mastered Pet Upgrade. Das sind krasse Stats. Unendlich viel Leben, okay. SS. Gewagt. Also Doppel-S, ja. Okay, Minigame. Was? Ja, ist klar, oder? What? Alter, einfach... What? Einfach Tic-Tac-Toe mit Eiberts. Das müssen wir uns alles in-game anschauen. Patchfilter habe ich gesehen. Jetzt muss ich mal kurz hier durchrushen. Static und Animated Emotes. Lol, Guild Buffs. Yo. Das ist heftig. Teleporter und Droplist. Town. Achso, ja. Party Skill Shield. Wait. Learning Boost. Das ist aber ein CW. okay. Pet Glow Change. Holy shit, der Server ist verdammt gut. Der Server ist richtig gut. Okay, Revert Awake ist auch cool. Switch Equipment. Übrigens krasses Equipment da. Sort Inventory, ja. Vote Info. Wow, das ist auch geil gemacht. Nicht nötig, aber ist halt nice to have. Premium Menü, genau. Shop Finder. F-Tool. Alter, was ist das denn alles?
Page 2 F Key Interval Action Next Use. Das ist halt einfach overengineert. Okay, Lootboxen halt mit Animationen. Mit angezeigter Chance und so weiter. Wow, okay, das ist halt. Also, ich bin hart geflasht. Also, ich schaue jetzt nur Screenshots an. Ich bin mir schon relativ sicher, dass es möglicherweise einer der besten Server sein könnte, die es je gab. Also aktuell sieht es sogar aus, als würde er mit CW nicht nur gleichziehen können, sondern vielleicht sogar eine Stufe drüber stehen können. Es schaut halt auch Auto-Loot, Backpack haben die halt eben auch. Switch Channel ist auch cool. Custom Character Window. Ja, haben wir gesehen. Item Duration, ja. Quick Sell und Buyback, ja. Ja, Farm Counter. Genau, haben wir auch gesehen. In-Game-Shop. Finde ich geil. Aber die Preise, muss man schauen. Community Events. What? Holy shit. Party im Himmel. Ey, wer designt denn das Ganze? Das ist ja irre. Okay, das ist. Also ich bin geflasht. Ich bin offiziell geflasht. Was ich bisher gesehen habe, hat mich total umgehauen. Wirklich, hab mich komplett umgehauen. Hier im Ingame-Shop. Kann mich größer machen, schade. Okay, wir haben hier Scroll of An. Okay. Ach, bitte mal jetzt kein Fehler. Oh nee, Drop Scroll. Oh nee, Pay to Win. Raccoon Box. Okay. Warte, lass uns mal durchschauen. Hot. Okay, ja. Unbalanced Call of Amplification. Oh. Gibt es die Ingame? Bitte sag mal, dass es die Ingame gibt. Bitte sag nicht, dass ich an Amplis nur im Donate Shop kriege. Au, 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 au. Mir fehlen hier so ein paar Sachen. Mir fehlen S-Protect, mir fehlen G-Protect, mir fehlen A-Protect. Okay, hier sind welche. Kurzer Herzinfarkt, okay. Hier gibt es die Karten auch zu kaufen, hochinteressant. Awake Scrolls, Awaken ist mittelmäßig. Alter, what? Druid Engineer, Blacksmith, was? Was macht das denn hier? Recycling. The Forge Path. What? Unlock Price 1 Milliarde Penia. Recycle any possible item to generate new recycled materials to craft again. Lol. What? Refine. Process and improve the quality of your material to be able to use it to create unique recipes. Man kann Rezepte craften. Okay, das ist halt wirklich next level shit. Mix enhanced enchanted flasks that increase your stats and heavy. Okay, also man kann Pops craften. Nee, hier kann man Flasks herstellen. Hier kann man Power-Ups upgraden, Pillen, Food. Ach, das geht ein bisschen zu weit, finde ich. Masken finde ich cool, Umhänge finde ich cool, Gems. Okay, es gibt viel zu viel Stuff einfach. Glyphen, Furniture, Scrolls, Pets, Functional. Ah, lol, man kann. Oh, ist das geil gemacht. Ist das geil gemacht. Okay, Vendor Fee. Wow, okay. Ey, dieser Server gefällt mir verdammt gut. Ohne Witz. Der Server hat nicht nur Potenzial, der Server ist irre. Der Server ist komplett geil. Batteries kann man craften. Okay, das heißt, du kannst alles craften, aber teilweise auch kaufen. Ein Emerald Ticket, okay. Oder was? Mit Giants, okay. Karten kann man auch machen. Aber es gibt da super viel Stuff und ich glaube, man kauft das immer für eine, oder? Ich weiß es nicht. Was kauft man sich denn da? Jo, krass. Ja, heftig. Okay, das Blacksmith, muss ich festlegen, okay. Ah, ja, okay.
Wahnsinn, okay, also ich bin geflasht. Ich bin noch sowas von geflasht. Ich kann nicht mal sagen, wie geflasht ich bin. Weapons, was gibt es da alles? Historic. Oh. Okay, es geht ein bisschen sehr weit, finde ich. Was? Was ist das denn alles? Kratos Set 0 von 11. Was auch immer das bedeutet. Warum sind denn nur. Ach da, okay. Axt. Lol. Ey, Leute, ich bin so geflasht. Lol, warum ist das Mystical Almighty Angel Sword? What? Warte mal, es gibt Special Weapons? Oh mein Gott. Was ist das bitte für ein Server? Yo. Was ist das bitte für ein cooler Server? Holy moly. Das ist ja total irre. Merlin Schild. Bei Merlin Spart. Oh Gott, jetzt wird's cringe. Okay, wow. Wow. Alter. Okay, das ist wenigstens nicht custom. Jagd des Seal, Bloodlust, Enzentau. Okay, es gibt sehr viel Stuff, was ich nicht kenne. Also, was halt auch viel mäßig hier drin ist. Webseite manchmal haben wir dann gemacht. Boah, Achievement System Farm Counter. Was muss ich noch machen? Guildfinder? Ja, komm. Level 83, required Level 1. We never finish any. Oh, okay, kann ich nachvollziehen. Gehen wir einfach mal rein oder so. Join. Your mail has been sent successfully. Okay. We are triads, we are caches, we are exploiters, we are anything. Interest PvE, Fun, Dungeon Leveling, Farming. Ja, ist doch super. Okay. Atta. Meine Güte. Sorry, ich komme hier nicht mehr weg. Ich weiß, es ist. Was hat man noch? Upgrade? Nee, ich wollte was anderes schon. Irgendwas hat man noch irgendwas Cooles. Da. Quests. Quests. Leck mich am Arsch. Puppy Redemption. Wie viele Quests gibt es denn bitte? Ach nee, das sind die normalen Quests, okay. Aber, wait, die haben die Quests reworked. Warte mal, wer steckt denn hinter diesem Server bitte? Bis 175, maximal auf ist 175. Okay, also. Ich bin. Glyph-Shards. Ich bin durch und. Ich komm mit Icon und mit. Yo. Was? Kann mich irgendwie. Doppelklick oder so? Halt finish? Nee. Okay, es ist. Ganz im Ernst, was Daily Quests gibt's auch noch? Daily Quests Meat and Shelly. Holy moly. Das ist ja. Okay, dass die ganzen Sachen hier angezeigt werden, finde ich nicht geil. Aber das ist ja mal. Das ist ja Wahnsinn. Ich bin geflasht ohne Ende. Ich bin sowas von geflasht. Hier kann man Potions kaufen, what? Okay, ich habe jetzt halt noch so ein paar Sandbox. Colosseum Shop. Colosseum Perin. Es gibt schon so ein paar Sachen, die mich jetzt ein bisschen verunsichern. Create Elite Weapon. Ich bin komplett geflasht. Ich bin so hin und weg. Holy moly. Was ist das denn hier? Das ist ja. Also gut, das ist nicht, aber. Nein, komm. Trade. So. Okay, Perin. Was gibt's hier alles? Okay, gibt's auch Möbel mit Stats. Pet Tamer.
Beat. Okay, also soweit. Interessant. Achievement Manager. Ach, sag nicht. Ach, sag bloß. Ein Achievement Shop. Okay, Titel, Badges, Trails. Unlocks. Okay, das ist nur. Ah, ne, hier. Ah, Amplis. Ein Achievement. Wow, was? Ist ja mega günstig. Ist ja wirklich mega günstig. Wie viel kann man stacken? Einmal. Ich weiß nicht, man kauft einfach zwei davon. Keine Ahnung. Kauft einfach noch einen 240er. Keine Ahnung, die brauchen nur so, aber kostet nichts. Wait. Oh, die sind teurer. Ups. Gildi. Okay. Power-Ups. Okay, ich bin. Die Ideen sind einfach wirklich super. Die Ideen sind absolut super. Fashion Composer, Anarchy Manager. Ja. Was haben wir alles? Claimable. Oh nee, kann ich das irgendwie markieren? Kann ich irgendwie. Oh, das müssen die noch ändern. Das müssen die dringend ändern. Das ist nämlich, das ist nervig. Das ist echt nervig, dass ich alles einzeln durchklicken muss. Dass ich auch schon zwei Stacks habe, ist auch ein bisschen komisch. Okay, es gab einige Punkte auf alle Fälle. Was gibt es da noch alles? Itembox Exchanger. Auch mal schön Design und so weiter. Wahnsinn, sorry, ich komme hier nicht weg. Pairing Sets. Oder was? Wie kriegt man die? Oh, hier ist krasses Zeug drin. Aber ist das vom GW oder so? Aber Mascapads Metal. Nee, warte, das haben wir vorhin mal gesehen, aber ich weiß nicht mal, wo es die gab. Ich glaube, die droppt man, oder? Ich glaube, die droppt man sogar. Yo. Alter. Es tut mir leid, Leute. Ich glaube, ich muss zwei Folgen draus machen. Change Pet Clothes. Was? Pet Clothes? Ey, ich komme nicht drauf klar. Was gibt's hier noch alles? Premium. Okay, sind wahrscheinlich so für GM Events oder so. Wenn du das Designs machst. Puh. Ich dreh durch. Ach ja, sorry. Jetzt haben wir ein bisschen. Mit schon ein bisschen so einen Elefanten im Raum. Also mit den Amtis regt mich auf, ehrlich gesagt. Also das regt mich auf. Das ist schon mal ein Downer. Ich finde keine Amtis hier in-game. Okay, visuell, krass. Eventzeugs, ja, weiß ich nicht. Casino. Ah, ist aber halt ein bisschen chillen mit den Casino-Zeugs da. Das eskaliert also ein bisschen. Warte mal, Vote-Items. Aha. Du kannst manche Amplis kannst du voten. Scroll of Pet Experience. Balloon of Pet Experience. Ja, das ist einfach nur Wahnsinn. Das ist verrückt. Candies. Heilige Scheiße. Donate-Punkte, Pet-Timer. Ja. Kann man sich das auch für Geld kaufen? Nein, kann man sich nicht für Geld kaufen. Man kann es aber sonst auch craften, habe ich gesehen. Okay. Wir rushen hier schnell durch, okay? Ich beeile mich, versprochen. Premium. Also wenn das hier 12,80 Euro wären, wäre ich übrigens happy. So, Shop, jetzt schauen wir mal kurz rein. Credit. Before processing, please check your email for verification link. Muss ich erst meine E-Mail verifizieren, um Geld ausgeben zu dürfen? Sekunde. Hier andere E-Mail checken. So, verifizieren.
Forbidden Invalid Signature. Nice. Geht das trotzdem vielleicht? Geht immer noch nicht. Hm. Warum ging es gerade eben? Ich weiß gar nicht mehr genau. Nee, immer noch nicht. Ach komm, jetzt doch nicht im Video. Von 0 Minuten, das ist der neue. Ich glaube, jetzt ging's. Ja, jetzt ging's, okay. So, PayPal, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. 1000? Wow, okay. Also, ich weiß nicht, wer hinter dem Server steht, aber das Ding ist halt, das hat wirklich alle Sachen, um die ich halt immer so anspreche. Premium 30 Tage für 10 Euro. Danke. Einfach, warum macht das nicht jeder Server? Einen Monat Premium, 10 Euro kann sich jeder leisten. 10 Euro ist die Schmerzgrenze in meinen Augen, vielleicht noch 11 oder 12 Euro ist die Schmerzgrenze, aber 10 Euro im Monat hat jeder übrig. Und man braucht kein 16 oder 18 Euro für einen Monat Premium, weil das bezahlt keiner. Und schon gar keiner gern. 10 Euro im Monat kann man verkraften. Ist halt vollkommen fair einfach. Und wenn man halt mehr donatet, zum Beispiel einen Fuffi, den kriegt man 6.900. Das macht... Ach, ich hasse die Dinger, dass die immer so... So, ein Kleid auf 50 macht 1380 pro 10 Euro.